Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Ja, wir haben ja so ein bisschen viel eigentlich geplant. Ist jetzt auch die Frage, ob wir das bei allen Räumen machen sollen mit der Überdachung. Könnte natürlich Sinn machen, vor allem wenn wir toxischen Regen irgendwann mal bekommen. Was ich natürlich nicht hoffe, dass wir das bekommen. Ist halt die Frage, ob wir direkt dann so viel wie möglich überdachen. Der Baum geht natürlich nicht. Aber wenn allein nur die Wege sind, finde ich das eigentlich auch okay. Diamonds. Ja, Pascal ist hier erstmal richtig krass die Bäume am Fällen. Und wir haben ja dann überlegt, wo machen wir den Quarry hin, ne? Ich habe mir gedacht, wir machen den tatsächlich dann hier hin. So. Hier hin. Kommt natürlich dann auch eine schöne Wand drum. Können wir den noch einen weiter hoch machen vielleicht? So. So, dann zimmern wir hier jetzt die Wand drum. Damit wir auch da drin im Prinzip was geschützt sind. Den verbieten wir erstmal. So. Dann würde ich sagen, kommt hier erstmal wieder einen Weg hin. So, wie groß sind jetzt die Plattformen? Das sind Dreier. Okay. Dann könnten wir die ja theoretisch hier direkt hinmachen. So, ich schätze, für die draußen Sachen reichen die drei schon. Was ist das? Mechanodroiden breiten sich aus. Nochmal eine World-Infektion. Antiker Lagerzylinder. Ich den mit Sitz nehme. Okay, ich habe gedacht, okay, den könnten wir dann vielleicht ausnehmen, aber nee. Ich glaube, es bietet sich nochmal ein Tragetag an, ne, für alle. Oh, das Polarlicht ist vorbei. Komm, Tragetag. So, hier würde ich dann auch direkt die Schmiede dran klatschen und so, ne? Das waren die, glaube ich, die nicht verschwinden. Naja, ich habe ja jetzt die Hoffnung, dass die gegessen werden. Boah, legendäres Paragon-Viech.
Okay, jetzt werden erstmal die Esel gegessen. Es ist keiner in Fallen gelaufen. Da kommt erstmal eine Spinne und kümmert sich. Hier. Komm schon, Spider, du schaffst es. Sehr gut. Okay, der ist tot. Spinne haut ab. War es nur ein Viech, was geroamt ist, oder wurde das andere auch schon gefressen? Alles möglich. So. Oh, wir haben den Forschungstisch. Okay. Was brauchen wir als erstes? Was brauchen wir denn als erstes? Teppich. Wichtig. Vor der Batterie sogar noch. Bäume pflanzen, Teufelsgarn. Ambrosia. Hydrokultur und Ambrosia. Eine wilde Frau, die überlegt nicht lange. Jetzt kommen aber mehrere Angriffe hintereinander. Das gefällt mir ja ganz und gar nicht. So, hinter die Bäume. Komm schon. So, schnell verarzten. Die werden nämlich öfter angreifen. Außer ich renne runter und zerstöre das Ding. Ne, ich glaube, das kann ich gar nicht zerstören. Ich glaube, ja, wobei, ich weiß nicht, ob da jetzt permanent was rauskommt. Ich glaube gar nicht mal unbedingt.
Ich frage mich, warum die jetzt nicht hier in das Ding gegangen sind. Ach so, ich weiß warum. Ich muss Gebiet 1 auch noch erweitern. Die mache ich nochmal weg. Hier verbieten wir Tierleichen. Oder warte, ja doch, Tierleichen verbieten wir hier. Machen wir hier neben nochmal eine Abfallzone. Und hier kommt dann keine frischen, alles verbieten. Und dann Tierleichen. Aber keine frischen, wie gesagt. Die frischen kommen dann irgendwann in den Kühlschrank. So, die Fallen werden jetzt mal wieder umgebaut. Gut, die sind im Moment immer noch im Tragetag. Damit hier das Holz auch wirklich genutzt wird und nicht weggammelt. Wer ist das? Wobei, er kann eigentlich liegen bleiben. Wie viel Nahrung haben wir noch? Wir haben gar nicht mehr so wirklich Nahrung, ne? Wir haben ein paar Beeren. Ja, wobei, wir haben sehr viele Beete. Bei einfachen Mahlzeiten, sind da Beete drin? Ja. Jetzt wird das Lager auf jeden Fall hier mal was voller. Oh, wir haben draußen wieder relativ warm. Wir haben auch direkt zwei Schreine nebenan hier. Sind auch immer noch ein paar Bäume, die noch gecuttet werden müssen. Aber hey, tragen ist wichtig. Ich habe mir nämlich jetzt gerade überlegt, dass wir hier zwischen diese Lagerteile bauen. Dafür müssen aber erstmal die hier umgelegt werden. So. Und dann dachte ich so, okay, ein Einerweg finde ich gar nicht mal so schlecht. Ne? Zack, zack. So, dann kommt hier ein Einerweg. Drumrum.
beziehungsweise hier einen Zweierweg. Erweitern wir mal nach hier hinten. Genau, alle darüber tragen. Wir sehen hier wieder nichts. Der leuchtet es bis hierhin. Dann würde ich gerne hier oben noch einen hinmachen. Aber das müssen wir im Hellen machen, sonst sehe ich nicht, wo das ist. Später reißen wir die weg und machen dann natürlich Laternen hin. Ey, wie die Tag und Nacht sind die hier am Kloppen. Unglaublich. Huch. Habe ich gerade aus Versehen minimiert. Sorry. Sollen wir die Flüchtlinge annehmen? Gut, wie viele sind denn das? Einer, okay. Einer wird aufgenommen. Götterfunke übernimmt den gerade als Gast. Er hat Asthma, okay. Wir sind im Tragetag. Ist ein bisschen doof, die sollen lieber die Tür frei halten. So, machen wir hier mal Einstellung kopieren. Dann machen wir eine neue Lagerzone hier hin. Machen einfügen, setzen die, lassen die auf bevorzugt und machen die bei dem hier auf wichtig. Das ist ja hier ein Chaos mit dem Zusammenlegen. Anstatt die das direkt von Anfang an zusammenlegen.
Okay, aber ich schätze mal, der Tragetag ist erstmal vorbei. Zack. So, was kann denn der aufsehen? Okay. Verlegen braucht er eine Waffe, hat er nicht. Tierpflege würde ich sagen, kannst du mal mitmachen. Handwerk gebe ich dir auch mal. Wir haben im Moment keine Kunst. Ja, aber sonst dürftest du lieber Kunst vor Handwerk machen. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Therapeut. Ja, der geht ja eh irgendwann hier, ne? Na, jetzt stellt er zumindest Stoff erstmal her. So, wir waren hier. So, der Raum hat zwei Eingänge. Dann setzen wir erstmal den hier dahin. Haben wir jetzt hier noch eine Lagerzone eigentlich? So, kopieren, löschen. So, dann machen wir die jetzt hier unten hin. Einfügen. Oder sollen wir dafür ein extra Gebäude machen? Weiß ich nicht. Können wir dann immer noch entscheiden. Aber hier will ich jetzt erstmal den ganzen Handwerk reinmachen. Ja, wobei, Schmiede und Schneiderei sollten wir vielleicht schon trennen. Wer hat denn hier den Abschluss verstopft? Das geht ja nicht. Ja, ich wollte gucken, wie hoch der Leuchtradius ist, aber der ist leider gar nicht so hoch, ne? Wer ist hier fürs Pflanzen zuständig? Pascal? Es gibt immer noch Bäume. Ach so. Ja gut, der Tragetag, den lasse ich dann erstmal. Den lasse ich erstmal weg. Sollen die hier erstmal alles wegdingsen? Wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen Holz. Hmm.
Also wenn das normales Handwerkhaus ist, also hier so Steinmetze und sowas, dann könnten wir noch eine Schneiderei bauen. Eine Schmiede. Setze mal ein paar mehr Fallen. Oh, sehr schön, Frosch. Mal gucken, wenn er sich uns anschließt, wäre das die Norm. Oh, der war sehr gut intellektuell. Na, Handwerk verlernt er leider sehr schnell. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das überall so sein soll, dass wir einen Weg drum bauen. Hier ist echt noch so viel Holz. Aber gut, wir sollten das Gebäude ja voll machen, war ja, stand ja so im Kommentar. Aber ich glaube auch nicht, dass die Norm damit gerechnet hat, dass das ein 7500er Stack ist. Ich glaube, der dachte immer noch, wir sind bei 750er Stack. Das Mufflo zähmen wir. Es rennt hier so rum. Aus irgendeinem Grund kriegt das auch irgendwie immer Nahrung. Es geht halt nicht raus, ne? Alter, was hast denn du da gerade infused? Frosch hat
ein Schleier der Unendlichkeit gemacht. Forschungsgeschwindigkeit, globalen Einzellernen, Laufgeschwindigkeit. Alter! Mal gucken, wer sich den anzieht. Ich will hier keinem was befehlen, ne? Ich würde ihn ja Mima Zero oder Götterfunke geben. Aber hey, das überlasse ich jedem selbst. Wir müssen übrigens irgendwann mal hier die Dings ändern. Beziehungsweise, was war hier beim Mitführen? Wo waren das jetzt hier? Was führst du mit? Ach, eine Medizin oder was? Ich würde sagen, Götterfunke führt immer zwei Medizin mit. Macht Sinn. Der wilde Mensch ist hier. Ich habe eigentlich gedacht, die verreckt. Alter, die hat einfach... Komm, wir zähmen die mal. Mountain Lover, Big Boned. Animal Hater. Weißt du was? Die zählen wir nicht. Aber die frisst uns halt die ganzen Bären weg und vernichtet dabei die Bären. Das Mufflon gehört schon uns. Kommen jetzt alle, oder was? Nein! Er ist stunned! Nein! Mima Zero! Götterfunke ist tot. Nein, Mima Zero liegt. Dieses verfickte Mufflon. Ich hätte das nie zähmen dürfen. Komm schon, komm rein, 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 schnell. So, behandeln. Kannst du den nicht behandeln mit Medizin? Was macht er denn jetzt? Ich muss gerade hier erstmal reparieren. Was haben wir hier? Drink, Tending, verabreichen, behandeln ohne Medizin.
Ja, komm. Du musst den behandeln. Kann irgendwer anders denn noch Medizin? Ja, muss Micha jetzt machen. Einmal bitte reparieren. Da haben wir Götterfunke direkt verloren. Ey, das ist ja so ätzend, ne? Okay. Die verlassen die Gebäude. Das ist natürlich mega ärgerlich. Das dürfen die nicht. Wir müssen einen Schutzbunker bauen, wo wir im Prinzip Nahrung haben und alles. Bis sich diese scheiß Spinnen dann wieder beruhigt haben. Oh shit. Okay, die Spinne hat sich aber beruhigt. Glück gehabt. Dann können wir die Zuweisung erstmal wieder ändern und müssen hier das Gebiet umändern. So, das ist jetzt Gebiet 2. Gebiet 3. Wo ist das denn jetzt passiert? Da unten. Oh, das ist so ärgerlich mit Götterfunke. Mima Zero darf auf jeden Fall nicht sterben. Warum sterben die denn so weit unten? Dass sie alle so weit unten sterben müssen. Wir haben keine Lagerplätze mehr. Das ist schon das Lager voll, ist ja eine Schande.
Und dass der hier die ganze Zeit nichts passiert ist, das finde ich halt krass, ne? So, wie lange halten die denn noch durch? Permanent, 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 okay. Einmal bitte retten. Einmal bitte retten. Nein, eine Wundinfektion. Frosch hat eine Wundinfektion. Der hat doch Asthma. Ah nee, den er tragen soll. Die haben Wundinfektion. Oh, das ist so ärgerlich mit Götterfunke. Der war eigentlich perfekt für dieses Gebäude hier, ne? Geht's hier direkt wieder los, ey. Gut, die kommen im Dunkeln, das heißt, die sind näher an der Basis. Alter, das ist unnormal. Verwirrung, Pascal. Nicht gut. Ah, jetzt kommt alles auf einmal. Naja. So ist das halt, ne? Tut mir auch mega leid. Vor allem für Götterfunke. Noch eine Wundinfektion. Vor allem, da Mima Zero selber noch nicht wieder gehen kann, der ja dann eigentlich unser Ersatzarzt ist. Oh, jetzt kann er wieder gehen. Okay. Dann kann er sich hier zumindest jetzt um die Verarztung kümmern. Pascal wurde von Frosch beruhigt. Nice. So, hier wird auf jeden Fall Krieg ausgebreitet werden. Das heißt, ich muss schon mal Gebiet 2 vorbereiten. Gegebenenfalls auch Gebiet 1. Weil wenn hier Krieg oben ist, ne, da will ich nicht in der Nähe sein. So, ich würde sagen, die können jetzt erstmal wieder pausieren und Mima Zero kümmert sich darum. So, wir bauen mal ein Grab. Bau das mal hier oben erstmal hin.
Das ist so gefährlich. Shit, jetzt habe ich wirklich überall alles auf der Karte erlaubt. Ich mache Befehl verbieten. Alles, was hier drunter ist. Hier wird alles verboten. Außer die Fallen. Hier ist sogar noch eine Spinne, aber eine ganz andere. Das ist ein Zinderlisk. Oh Mann. Wir müssen hier so viele durchballern. Ich meine, das jetzt kriegt mir Masio richtig viel Punkte, aber in Medizin, aber Götterfunke wäre mir lieber gewesen. So, die sollen auch mal hier die Wundinfektion machen. Okay. Einer ist gestorben an der Wundinfektion. Ja, wir haben jetzt keine Kräutermedizin mehr. Wir haben so viele Kräutermedizin verballert, um die zu retten. Drin alle am Rad. Oh, noch ein Trader. Oh, das geht wieder in die Butz. Ja, wobei es sind Androiden, die kommen weiter. Da werden die Tiere dann angegriffen. Geht doch schon wieder los. Aber die haben konnten verteidigen.
Wieso wird dieses Viech nicht angegriffen, frage ich mich. Die Trader werden direkt angegriffen. Er kümmert sich jetzt eigentlich um den Dino. Pascal. Na gut. Oh, die Folge ging was länger. Das war's für diese Folge. Ja, mit Götterfunke ist Kacke. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen neuen, der auch gut in Medizin und Forschung ist. Das wird dann der nächste Götterfunke. Naja. Dass Mima Zero sich erholt, ist auch wichtig und richtig. Oh! Warum liegen denn hier Kräutermedizin? Hier kommen Tierleichen hin. Tierleichen, aber keine frischen. Hier soll Medizin hin. Dann haben wir ja doch noch Kräutermedizin. Die war nur so weit weg. Was kann denn Frosch? Kann er gut schießen? Nee. Ja, Micha, du kriegst mal das Rifle. So, und ich würde sagen, den tun wir jetzt mal besser positionieren. Achso, das war's jetzt für diese Folge. Wir sehen... Oh nein, Micha ist verwirrt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!